Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der russischen Kampagne und haben das Krokodil erfolgreich abgeschlossen. Ja, das war ja eine ziemlich zermürbende Mission, wegen dem Spielebug, der scheinbar doch keiner ist, oder ja, ich weiß auch nicht, dass man da nicht handeln konnte. Aber gut, ich würde sagen, dann geht's direkt weiter hier in die nächste Mission. Neue Russland. Die soll ziemlich schwer sein, glaube ich. Es dauerte Jahre, aber die doppelte Schmach von verlorener Wahl und gescheitertem Putsch waren endlich gerecht. Im Kreml floss der Wodka in Strömen, als Grigor Stojanowitsch sich siegreich in seiner neuen Residenz niederließ. Doch schon wurden Karten und Pläne für die nächste Phase der Expansion vorbereitet. Grigor wollte mehr Land und wusste, wem er es nehmen konnte. In den Jahren der Konsolidierung nach der Eroberung Moskaus war ein Problem deutlich geworden. Grigors Propaganda konnte die Brutalität seiner Schwarzhemden nicht kaschieren. Kleine Leute und Dissidenten flohen scharenweise aus Neurussland und berichteten von Gräueln und Terror. Der Ukraine spürte man die Gefahr und begann Allianzen mit den Mächten Europas zu schmieden. Diese Mächte hatten, eingedenk der Lektionen des vorigen Jahrhunderts, ein waches Auge auf die Bedrohung aus dem Osten. Die Ukraine musste unter Neurusslands Banner geholt werden. Grigor ging davon aus, dass der ehemalige Verbündete leichte Beute sein würde. Doch die europäischen Großmächte standen auf einem anderen Blatt. Wenn er sie überrumpeln wollte, musste er schnell handeln oder riskieren, alles zu verlieren, was er erreicht hatte. Boah, sehr nice. Das passt auch immer so geil mit der Musik und dem Erzähler. Ja, tatsächlich, wir sind schon im Jahr 2035 angekommen. Also in 14 Jahren quasi, es geht rasch in die Zukunft. Und schaut euch mal die Karte an, es erinnert einen jetzt auch stark an Command & Conquer. Alarmstufe Rot, wo wir hier die Russen spielen und dann hier uns hier durch Europa schlagen. Aber wir sollen erstmal Kiew auf jeden Fall platt machen, glaube ich. Und die verbünden sich hier scheinbar gegen uns. Okay, hier kommt nochmal das Video, aber das brauchen wir nicht. Alles klar, starten wir. Fangen wir einfach mal an. Ich habe jetzt gar nicht die Tipps und so vorgelesen. Ach Mist. Na egal, machen wir gleich. Oh. Ein Gegner fällt, aber mehrere nehmen seine Stelle ein. Dieser ständige Kampf fordert seinen Tribut. Und doch muss ich weiter gegen alle kämpfen, die Neurussland den ihm gebührenden Platz in der Welt missgönnen. General, ich schlage den Bau von Umerziehungsanstalten für unseren Kampf vor. Sie könnten nützlich sein. Umerziehungsanstalten, aha. Diktator und so? Umerziehungsanstalten. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Gut, genau, ich wollte ja noch die Missionsziele vorlesen. Grieger muss der Eroberung Neu-Europas beginnen, indem er zwei der drei Kapitole in Kiew, Oslo und Kopenhagen zerstört. Okay, also hier Oslo oder Kopenhagen. Okay. Die letzten Rebellen Neurusslands haben die Kontrolle über Kyubyoshev übernommen. Um den Aufstand niederzuschlagen, müssen alle Gebäude zerstört werden. Wo ist denn Kyubyoshev? Ah, hier unten schon. Oh. Wir sind in Moskau scheinbar. Okay. Krieger muss überleben. Weitere Einrichtungen warten in St. Petersburg und Archangelsk. Sie erhalten einen Bevölkerungszuwachs, um sie zu nutzen. Ah, wo ist denn hier? St. Petersburg ist ja hier, aber Archangelsk? Ah, okay, cool. Okay, das heißt, wir können uns quasi hier echt auf den Basisbau fokussieren. Das finde ich immer mega nice. So, Zivilisationspunkte. Ich würde sagen, das wurde mir auch gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich das in der deutschen Kampagne nicht genutzt habe. Allgemein Bevölkerungsgrenze hoch. Definitiv, weil wir brauchen hier möglichst viele Einheiten.
So, was haben wir denn hier noch? Wir werden auf jeden Fall Panzer bauen. Und ansonsten können wir ja nicht viel mehr machen. Ja klar, wir machen jetzt noch einen Speerkämpfer hoch. Nein, Quatsch. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Einen guten alten Empire Earth Let's Play. Und ja, hoffe ich, dass das auch für euch gefällt. Die Basis hier, die ist gut abgesichert mit Flachs. Und wir haben hier unseren Grigor. Und einen Schwarzhemdenoffizier. Das ist auch interessant. So. Ja. Die Nahrung, die könnt ihr eigentlich erstmal wegholen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. So, dann mache ich da mal 6 Bürger hin. Die werden mal ein bisschen weiter Türme bauen. Werde ich definitiv brauchen. Weil, ich kann es euch schon mal sagen, wir sind im digitalen Zeitalter und im digitalen Zeitalter könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, dass da irgendwann etwas Künstliches auf uns zukommt. Ich sag nicht was. Weil es würde die Spannung einfach rausnehmen. Ah, schaut mal, da kommt schon ein A-10 Panzerabwehrflugzeug vor den Rebellen an. Die haben sich also hier unten irgendwo versteckt. Okay. Einheitenproduktion. Was können wir denn hier bauen? Wir haben auf jeden Fall alle Gebäude, die wir brauchen. Allerdings, die Flachs, die sollte ich, die Flarax, wie sie jetzt heißen, sollte ich nicht abdecken. Weil die halt jetzt mit Raketen statt mit Geschossen schießen. Die werde ich auch mal stärker machen. Die hätten dann keinen Effekt, weil die Türme halt die Projektile blockieren würden, ne? Deshalb, ja. So, da sind 6 beim Stein, das ist sehr gut. Können wir 6 noch hier zum Gold? Was haben wir denn da? Autarkie. Plus 15% Sammelrate. Nö, den brauche ich erstmal nicht. Aber hier unten bräuchte ich eigentlich noch ein. Verdammt. Ja gut, dann baut das mal bitte dahin. So, dann können wir hier nochmal erstmal Ressourcen beschaffen hier. Ganz wichtig, Freunde. Erstmal Ressourcen beschaffen. Nein, 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 nein. Und Ressourcen beschaffen. Oh shit. Keine Steine mehr. Verdammt. Na gut, okay. Erstmal Ressourcen beschaffen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Okay, die machen da schön ihre Ressourcen. Das ist sehr gut. Dann mache ich hier nochmal eine Mühle hin. Da ist noch einer frei, das ist gut, weil der kann dann den nächsten Turm schon mal aufbauen. Hier ist noch so ein bisschen leer. Und ihr seht, wir haben Lasertürme. Die schießen mit Lasern. Mega effektiv. Und ja, der kann ja dann schon mal. Ach Quatsch, was mache ich denn? Eine Mühle aufbauen, bitte. Die Frage ist jetzt halt, wo mache ich das am sichersten? Wo mache ich das am sichersten? Ohne dass der Gegner die dann überrennt. Ich glaube. Ach, das ist ein bisschen klein hier aufgebaut alles. Aber ich glaube hier. Oder? Wir werden angegriffen. Aha. Was schießt da? Ja klar. Da kommt er ausgerechnet auf meine. Oh, nein, 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 nein. Zieht ihn die Lasertürme rein. Da seht ihr mal die Lasertürme in Aktion hier. Ahaha. Verdammt. Okay, die kommen von der Seite. Ich brauche Einheiten. Bau mal ein paar Schwarzhemden hier. So. Grigor, mach die platt. Wo ist Grigor? Ein Schwarzhemd. Okay, wir haben schon mal ein Schwarzhemd. Für das Vaterland. Jawoll, Freunde. Ah, da kam der hier schon mal angeschissen. Okay. Es kommt doch von da oben. Okay. Ich wüsste gerne, was die gesammelt haben, aber gut.
Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Okay. Sammelt einfach weiter. Das waren die von der Nahrung, ne? Dann sind die Ressourcen jetzt weg. Mist. Ja gut, egal. Ich würde sagen, geht ihr nochmal zur Nahrung mit? Da können ja maximal 6 Bürger sein, ne? Und ihr könnt jetzt eigentlich tatsächlich hier hinten die Mühle mal aufbauen. So. Und da helft mir mal bitte alle mit, die hier nicht... Och, wow! Da steht ein Turm! Oh, das ist ja jetzt... Okay, Schwarzhemden, kommt mal nach vorne, bitte. Die bringen natürlich nicht so viel gegen Panzer, ja, oder? Doch. Boah, was ist denn hier los? Baut der hier einfach eiskalten Turm hin? Okay, krass. Ah, ihr haltet euch alle auf, ne, wegen dem guten Grigor hier. Ah, ne, Schwarzhemden-Offizier. Okay, dann versucht mal diesen Turm da kaputt zu machen. Kriegt ihr das hin? Tatsächlich, schaut euch das an. Die haben Laserwaffen. Piu, piu hier. Ja, dann würde ich sagen, mach diesen Turm mal weg. Und dann muss ich mich mal darauf fokussieren. Aber zerstören sie alle Rebellengebäude. Ja, das ist egal, das Flugzeug. So, dann ist da oben wieder voll. Dann kann ich hier wieder alle... Verdammt nochmal. Oh, da ist ein Panzer. Warum sagt ihr denn nichts? Verdammt. Ja gut, aber ich würde sagen, da wir hier scheinbar auch schweres Geschütz brauchen, nehmen wir mal hier so eine Artillerie. Kolossartillerie, Leute. Oha. Laserwaffen gegen Steinzeitpanzer hier, was das angeht. Oh Gott, kommt mal zurück. Kommt mal zurück, lockt den einfach mal in die Lasertürme rein. Ems. Sehr schön. Einfach in die Lasertürme locken. So, sehr schön. Ja, du kannst uns helfen. So, alles klar. Dann brauchen wir gleich noch ein paar für Holz. Aber wir haben hier nicht genug. Wir haben keine Bäume hier. Ach Leute, das wird mir alles ein bisschen... Das ist mir... Bisschen zu viel, was hier ankommt. Für das Volk. Ganz genau. Oh, da kommen noch mehr. Die sind schon ein bisschen moderner. Ich brauche mehr Bürger. Ich brauche mehr Bürger. Ich muss mich hier übelst konzentrieren. Hubschrauber! Alliierte Luftstreitkräfte. Hallo? Mach mal das Feld wieder auf. Ja, ich muss hier mit Flags absichern. Hallo, mach mal nicht alle Felder platt hier. Was soll denn das? Das kostet zum Glück kein Holz, ey. Alter. Mit wie viel Fliegern will der noch kommen? Verdammte Hacke. So. Der hat... Kann hier helfen. Oder? Nee, Quatsch. Der kann hier mal bitte Flags aufbauen. Ganz wichtig hier vorne. So, 3 Stück. Und dann kann die wieder arbeiten. Arbeiten. So. Gut. Und hier habe ich doch eigentlich ein paar Bürger eben in Auftrag gegeben. So, dann brauche ich gleich definitiv Holzproduktion. Und wir haben hier... Haben wir denn noch eine Panzerfabrik? Wir haben Panzerfabrik, Leute. Schaut euch das an. Wir haben Gladiatorenpanzer. Das sind Laserpanzer. Ganz modern mittlerweile. Ja, im Jahr 2035 kann man das ja auch erwarten. Ach du Heilige, kaputt machen! Kaputt machen! Wow. Oh, die Bomben zum Glück nicht. Oh, ho, 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 ho. Das waren neue Bomber. Liebe Freunde, das sind neue Bomber. B-122 Wyvern-Bomber. Puh, ey. Nicht schlecht, sage ich euch. Nicht schlecht, die Waffen mittlerweile. Aber dafür haben wir ja genau die Flaks jetzt hier stehen. Ne? Die reparieren die jetzt mal. Genau. Dann müssten wir eigentlich auch nochmal die Mühlen bevölkern.
Ja, hier in Empire Earth kann man ja auch Gebäude bevölkern. Och, jetzt hört doch mal auf. Echt mal. Wie feige seid ihr denn? Verdammt nochmal. Ich habe gleich kein Holz mehr. Ihr nervt mit euren Bombern. Mensch nochmal. So. Oha. Ja, aber... Ja, die Flak, die ist da ziemlich egal. Ey! Nördliche Alliierte. Was haben wir denn da jetzt? Ankommen, okay. Aha, was haben die denn da? Wachposten. Laser-Einheiten. Okay, wir brauchen hier mehr Flachs. Okay, und schon haben wir kein Holz mehr. Shit. Schon haben wir kein Holz mehr, aber wir können hier zumindest schon mal ein bisschen weiter marschieren. Für das Volk. Ganz genau, für das Volk. So, Artillerie, bam. Bam, hier. So, Rebellen. Pff. Ihr könnt gar nichts. So, die Panzerfabrik wegmachen. Da sind die tatsächlich schon hier in der Nähe. Das ist ja wirklich unfassbar. So, hier fehlt einer. Da fehlen noch einige beim Gold. Warum fehlen da so viele beim Gold? Ah, da oben sind doch Bäume. Was mache ich denn? Da oben sind doch Bäume. Hey, hey. Da oben sind doch Bäume. Ja, dann schick mal ein paar Bürger dahin. So, macht bitte ihr weiter die Gebäude platt. Ja, sehr schön. Für das Vaterland. Oh, nö. Haben wir Gregor dabei? Wo ist Gregor eigentlich? Hier ist Gregor. Den haben wir dabei, aber... Helft doch mit da. Warum baut ihr nicht alles zusammen? Wo ist denn hier der Heiler von denen? Ah, Bams. Weg damit. Für das Vaterland. Wo ist denn hier der Heiler? Ist der weg? Können wir den vielleicht bauen? Nee, Schwarzhemd. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da? Ein Scharfschützen. Unsichtbare Einheit. Unsichtbare Einheit hier. So. Alles platt machen am besten. Zerstören Sie alle Rebellengebäude. Ja, das machen wir doch gerne. Wir machen gerne die Kirche platt. Wow, Panzerabwehrflugzeug. So. Zieht euch mal zurück. Dann würde ich sagen, mache ich die mal ein bisschen stärker, wenn es denn geht. Wenn es denn geht. Die Schwarzhemden können wir auf jeden Fall stärker machen, ja. So. Und Bams, wegmachen. Perfekt. Gut, dann können wir uns hier noch ein bisschen besser verteidigen. Ja, der Anfang ist immer schwierig, aber... Kriegen wir schon hin, Freunde, kriegen wir hin. Und, ja. Oh, ihr sammelt hier jetzt hier ganz draußen. Ist das so gut? Ich weiß es nicht. Die bauen die Türme schön auf. Okay, das sind 6. Brauche ich hier nochmal 2 mehr. Dann kann ich hier gleich die Mühle bevölkern. Und dann sollte das eigentlich erstmal so weit passen mit der Verteidigung, oder? Eigentlich schon. So, Laserturm... Haha, ihr seid lustig, ne? Ihr seid ganz toll. So, dann geht ihr mal bitte jetzt in die Mühle rein. Ah, repariert die erstmal. Repariert die lieber erstmal. Da könnt ihr gleich hier reingehen. Zack. Und dann ist die Mühle schon größer. So, wunderbar. Aber das hier vorne... Habe ich noch ein... Ah! Da sind Hubschrauber und alles. Bitte nicht. Bau mal hier mehr Türme auf. So. Ahaha. Hubschrauber. Zieh die Hubschrauber hier rein. Zieh die Hubschrauber in die Flachs. Flarax. Sorry. Flarax. So. Ja. Bams. Alle platt machen. Los. Alle platt machen. Reaper-Kampfhubschrauber hier. Oh, Maschinengewehr.
Oh Gottes Willen, Maschinengewehr, warum? Warum? Ah, hier ist doch der Schwarzhemden-Offizier. Ihr könnt euch ja selber wehren, das ist ja ganz gut. Da ist der Schwarzhemden-Offizier. Okay, sehr schön. Hätte mich auch stark gewundert, wenn der platt gegangen wäre. Ach du. Seht ihr das? Roboter. Ja, Cyborgs. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Und die... die rennen mich jetzt hier über. Die überrennen mich hier. Zeus-Roboter. Tatsächlich. Vereinigtes Königreich, ihr Penner. Ihr habt Roboter. Ihr habt Cyborgs. Und Artillerien. Oh, das ist mir gerade echt ein bisschen zu unübersichtlich, muss ich sagen. Kommt mal bitte alle her. Ach du Heilige, ey, echt. Macht mal diesen, so, genau. Macht diesen Turm hier platt. So. Nach diesem Turm da weg, der nervt. So, dann haben wir jetzt hier einmal ja wieder, wieder aufbauen. Scheiße, ey. Ja, ihr seht's, ne? Ja, natürlich, voll auf den Offizier. Ach, das ist doch total beknackt, ey. Na ja, gut. Nicht genug Ressourcen, wir haben kein Holz mehr. Shit. Oh Gott. Das ist eine harte Mission, muss ich sagen. Das ist gerade echt eine harte Mission. Jetzt kommen sie von da oben auch noch, oder was? Nö, okay. Was macht ihr denn da? Für das Volk hier. Der heilt sich selber, das ist ganz geil eigentlich. So, die Artillerien. Was schießt da oben wieder? Haha, nix, okay. Bürger, nur Bürger. Okay, Freunde. Da muss ich mich echt gerade ein bisschen konzentrieren. So, du hilfst mir da bitte mit. Ja. So, mach die Kirche platt, sehr schön. Oh Mann, und dann muss ich mich eigentlich mal... Ja, ich brauche ein paar mehr Bürger hier unten. So, die beiden. Geht mal bitte hier hin und baut euch da wieder auf. Und die beiden, die können mal bitte hier die Türme und vor allem die Flachs wieder aufbauen. Ey, das ist ja übel, was die hier alles platt gemacht haben. So, dann haben wir schon kein Holz mehr. Wieder. Verdammt. Oh. Okay, Hubschrauber. Zieh das mal bitte. Zieh die hier in die Flachs rein einfach. So, Bams. Bams. So, sehr schön. Marinesoldaten. Und irgendwo schießt hier wieder so ein Scharfschütze. Da. Und da ist auch die Basis von ihm, okay. Irgendwie wird das immer schwerer, habe ich das Gefühl. Scheiße. Irgendwie wird das immer schwieriger. Ja gut, soll auch so sein, ne? Ist die letzte Kampagne. Aber irgendwie muss ich hier gerade echt aufpassen, dass ich hier nicht von den Rebellen überrannt werde. So, dann baue ich mal jetzt mal ein paar eine Armee auf hier. So, bauen wir einige Panzer. Oh, Panzerabwehrgeschütze. Ja, warum eigentlich nicht? Aber ich blieb auch ein Holz. Nee. Erstmal Panzer und Infanterie muss erstmal reichen. So. Ja, du kannst helfen, indem du den Turm reparierst. Und ihr könnt mal bitte die Flak aufbauen. Puh, ey. Nicht schlecht. Der expandiert hier, ne? Unten rum. Gut. Das heißt, in dieser Mission haben wir eigentlich nichts geschafft, außer uns aufzubauen. Wobei, bei dieser Mission ist es scheinbar notwendig, dass wir längere Folgen machen. Von daher mache ich mal eine halbe Stunde Folge draus. Weil wir uns ja hier wieder aufbauen müssen, weil der Gegner uns hier alles platt gemacht hat. Gut. Genau, gut.
Weil wir müssen uns hier tatsächlich vor Roboterangriffen in Acht nehmen. Ja, die haben Cyborgs, die Gegner. Können wir das auch? Können wir können wir jetzt Cyborg-Fabriken bauen? Wartet mal. Nee, können wir nicht irgendwie. Schade. Schade, schade. Aber ihr habt's gesehen, ne? Cyborgs. Genau, wir sind ja in der Zukunft jetzt und da darf sowas natürlich nicht fehlen. So, Schwarzhemden, ihr seid eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Panzer, die können wir eigentlich auch nochmal aufwerten. So. Bauen einfach mehr Panzer jetzt hier. Das ist eigentlich auch immer meine Devise bei Command & Conquer. Immer schön Panzer bauen. Schwere Mörser. Ein Arzt, okay. Stinger-Soldat für Luftangriffe. Ich glaube... So. Hier bitte nochmal drei weitere Türme aufbauen. Oh, okay. Und dann am besten die Flaks daneben. So, perfekt. Alles klar. Und für den Rest würde ich jetzt einfach mal hier Paladin-Kanonen bauen. Freunde, das sind Haubitzen im Prinzip. Halt, die schießen halt nur mit Plasmasachen. So, wo wird hier wieder geschossen? Da unten, okay. Ja, wisst ihr was? Ihr... Für das Volk. Genau. Ihr könnt jetzt mal hier... So. Der Schwarzhemden-Offizier ist wieder da. Voll geheilt. Und die Artillerie, die macht das schon. Bams. Sehr schön. Und hier jetzt auf den... auf diesen blöden Scharfschützen da. So. Oh, da ist noch ein Turm. Okay. Ballermann. Oh, die gehen ja schnell kaputt, die Flaks. So, Kabams, das Krankenhaus bitte wegmachen. Boah, was haben die für eine Reichweite, diese Türme? Och, Leute, nö. Hört doch mal auf mit euren Hubschraubern. Lasst mal meine armen Bürger in Ruhe. Die haben euch gar nichts getan. Die hacken doch nur Holz. Was habt ihr für Aggressionen? Also wirklich. So, der Hubschrauber. Der kann weg. Sehr gut. Gut, zum Glück hat die Mühle überlebt, Leute. Ja. Dann können wir ja weitermachen. Der zieht richtig viel ab, der Turm gegen Panzer. Gut. Zieh dich den Panzer mal bitte zurück. So. Für das Vaterland. Genau, macht diesen Turm platt. Okay, sehr gut. Der baut sich wieder auf hier. Was ist das denn? Nix da. Nix da. Wieder kaputt machen das Zeug. Ach du. Boah, was geht denn hier ab? Meine schöne Flak. Oh, mach diesen Cyborgs platt. Ja, das muss ich leider erstmal laden. Boah, wie das abgeht. Das geht ganz schön ab, muss ich sagen. Das heißt, ich brauche hier mehr Türme hier oben. Definitiv mehr Türme. Ey, Mist. Okay, alles klar. Das ist aber auch Kacke hier, dass ich hier irgendwie keine Cyborgs bauen kann. So. Baut einfach mehr Türme. So. Hier oben die Briten, die sind übel. Ahaha, versuch's mit deinem Leopardpanzer. Ja gut, dann ist es scheinbar erstmal so, das war hier tatsächlich... die Folge erstmal so beenden müssen, ohne großen Fortschritt. Ja, ist leider so scheinbar. Leute, wo ist das Steinvorkommen? Warum ist das Steinvorkommen weg? Naja, gut, egal.
Gut, liebe Freunde, würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter an den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.